Hi Leute und herzlich willkommen bei B&B Car Entertainment. Heute mal ein etwas anderes Video. Und zwar habe ich hier den BMW X6M mit Harman-Umbau. Dieses Fahrzeug war jetzt noch nicht so oft vertreten bei uns auf dem Kanal. Vielleicht kennt ihr es deswegen noch nicht. Aber wir wollen jetzt auch öfters mal Videos mit dem Fahrzeug machen. Oder schreibt einfach in die Kommentare, ob ihr überhaupt grundsätzlich von dem Fahrzeug mehr sehen wollt. Ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall. Wie gesagt, ist ein BMW X6M. Mit Harman-Umbau. Dieses Fahrzeug hat 555 PS, 4,4 Liter Biturbo. Und was wir heute mit dem Fahrzeug vorhaben, ist Zeiten messen. 0 bis 100 und mal gucken, ob wir es schaffen, 100 bis 200. Ansonsten machen wir das in einem anderen Video, die 100-200er Zeit. Wie gesagt, hat ein Harman Whitebody Tycoon Evo Body Kit. Wie ihr sehen könnt, 23 Zoll Alufelgen, ist komplett verbreitert von Harman. Anderes Fahrwerk drinne. So sieht das Fahrzeug aus. Ist noch von hinten die Ansicht. Bei diesem Fahrzeug haben wir auch noch vor, einen Software-Tuning zu machen. Deswegen auch interessant jetzt für uns den Unterschied eventuell zu den Zeiten vorher, nachher. Wie gesagt, jetzt aktuell ist noch der Serienmotor oder die Serienleistung da mit 555 PS und ja. Das mit der Software werden wir so in den nächsten, sag mal, 4 bis 5 Wochen machen. Und danach werden wir die Zeiten auch nochmal messen, um zu vergleichen, wie viel hat das gebracht. Wir schätzen, dass das Fahrzeug dann von 555 so auf 620, 630 PS kommen sollte. So, jetzt bin ich einmal kurz rumgegangen. Ich kann da auch zu dem Fahrzeug auch nochmal einen ganz ausführlichen Test machen, beziehungsweise euch das nochmal gerne vorstellen, wenn ihr das möchtet. Von innen, von außen und so weiter. Dieses Fahrzeug ist jetzt von 2010 und hat knapp über 100.000 Kilometer gelaufen. So sieht er aus. Ja. Zeitmessgerät haben wir uns ausgeliehen. Hier an der Stelle danke an Hoffi, der uns das zur Verfügung gestellt hat. Werden wir natürlich auch den CL nochmal testen, der ja, sage ich mal, momentan Hauptbestandteil des Kanals ist, werden wir auch nochmal Zeitmessungen machen. Wer es bei Instagram oder wer bei mir uns bei Instagram schon folgt, der wird schon gesehen haben, was das Fahrzeug ungefähr, also der CL 0100 ungefähr macht. Kommt aber noch ein Video dabei dazu und ja, fangen wir einfach erstmal heute mit dem Video an und messen wir mal ein paar Zeiten. So, jetzt sitzen wir gerade im Auto. Wir haben hier die Q-Stars Performance Box und ja, was wir als erstes jetzt testen ist S-Modus, also Automatik auf S, ESP aus und den M-Modus, den er hier rüber wählen kann. Ich glaube, ich sitze hier, dieser Knopf ist es. Genau, und dann werden wir jetzt mal testen, was der zu zweit im Fahrzeug 0100 macht. Ich starte mal die Box. Dann kann es schon losgehen. Schauen wir mal. Eine sehr gute 5,073, also knapp 5,1 aufgerundet. Das ist eine sehr gute Zeit. Machen wir gleich nochmal einen zweiten Durchlauf und gucken, was er da macht. So, Versuch Nummer 2. Gleiche Sache, also S-Modus Automatik, M-Modus aktiviert, ESP aus und ja, schauen wir mal. Also eine knapp 4,8. Super Zeit. Ja, also man sieht ja auch, oder es gibt natürlich auch viele, ich sag mal, Gründe, warum man manchmal mal schneller fährt, mal weniger. Es kommt immer auf die Bereifung drauf an. Es kommt immer drauf an, wie warm oder kalt ist der Reifen oder wie viel Luftdruck hat er. Das sind alles so Faktoren, die da natürlich drauf Einfluss haben. Genauso ist man, wie ist man allein im Fahrzeug, ist man zu zweit im Fahrzeug. Aber auch natürlich Alter des Fahrzeugs, Kilometerlaufleistung. Das sind alles so, ich sag mal, Faktoren, die natürlich mitspielen. Neuerer Motor fährt wahrscheinlich
oder ein relativ neuerer Motor fährt wahrscheinlich schneller als einer, der jetzt 15 Jahre alt ist und 200.000 Kilometer hat, weil die Motoren ist einfach so, verlieren grundsätzlich mit der Zeit auch natürlich irgendwo an Leistung. Es kommt natürlich auch darauf an, was für ein Öl fährt ihr, was für ein Tank, also was tankt ihr, ob ihr jetzt normales Super 95 oder 98er oder 102 Oktan tankt. Das macht alles, das hat alles Auswirkungen. Und ja, jetzt gucken wir nochmal einen dritten Lauf unter den gleichen Bedingungen, S-Modus, M-Modus, ESP aus, und zwar alleine. Was für eine Auswirkung das hat mit ohne Beifahrer, also einfach nur alleine. So, jetzt der dritte Versuch, und zwar wie gesagt mit nur einer Person, weil das auch grundsätzlich einen Unterschied machen kann. In meinem Fall wird es bestimmt einen machen, denn ich bin ja auch nicht der Kleinste und Schmalste, deswegen bin ich mal gespannt, was für eine Zeit wir fahren mit einer Person. So, wie ihr gesehen habt, eben gerade haben wir mit einer Person 4,7 knapp geschafft und es hat jetzt keinen großen Unterschied gemacht. Das Fahrzeug wiegt ja auch über 2 Tonnen und das Fahrzeug jetzt 100 Kilo mehr oder weniger an Bord hat, ja, kann einen Unterschied machen, muss aber nicht. Es hat einen leichten Unterschied gemacht, kann aber einfach auch am besseren Start gelegen haben. Jetzt machen wir mal einen Test, ganz normal im D, also kein Sportmodus, kein M-Knopf und ESP an. Das Fahrzeug hat ja auch Allrad. Von daher gucken wir mal, was für einen Unterschied das macht. Wir hatten auch eben gerade, was ich vergessen hatte zu sagen, bei den drei Versuchen haben wir auch immer ein bisschen in Wandler reingepumpt. Vorher so auf 1500 Umdrehungen ungefähr. Und jetzt machen wir einfach mal einen Start vom Fleck aus, ohne reinzudrücken und gucken, was der so macht. Ob das einen Unterschied macht. Ich starte mal die Kamera. Wir sind auch wieder zu zweit im Fahrzeug. Und dann gucken wir mal. Also da sehen wir auf jeden Fall, also was ich weiß, ob ihr es auch gemerkt habt, er ist definitiv vom Fleck aus, hat er so eine kleine, ja, wie so eine Art Gedenksekunde gehabt. Also er hat schon geregelt am Anfang mit dem ESP, das hat man gemerkt, er hatte nicht von vornherein die volle Leistung. Wie gesagt, wir haben auch nicht in Wandler reingepumpt, also man sieht schon, es gibt wirklich Unterschiede. Ich sag mal so, bei jedem Fahrzeug ist es auch vielleicht anders. Bei einem einen bringt es was, im Wandler reinzupumpen, bei dem anderen vielleicht nicht. Grundsätzlich, ESP bringt immer was. Gerade beim Allrad, denke ich mal, wenn man das aus hat, macht das schon einen Unterschied. Weil, wie gesagt, die Räder drehen eher sowieso weniger durch, gerade bei dem Gewicht. Das können wir aber auch gerne nochmal probieren, dass wir jetzt auch nochmal alles normal machen, nur mit ESP aus, was für einen Unterschied das macht. So, wie gesagt, jetzt haben wir gerade ESP aus, aber ganz normal D-Modus, kein M-Knopf, kein Wandler reinpumpen und mal gucken, was für einen Unterschied wir jetzt hatten. Eben gerade hatten wir eine 5, ich blende es ein, eben gerade hatten wir eine 5,5, glaube ich, und jetzt gucken wir mal, was ohne ESP, was für einen Unterschied das macht. Wie gesagt, wenn ich mich nicht irre, hatten wir gerade eine höhere Zahl, 5,4, 5,5. Also es hat schon Unterschied gemacht. Ja. So, als letzten Test jetzt von der 0-100er Messung machen wir jetzt folgendes. D-Modus, also ganz normal Drive, kein M-Knopf. ESP aus, aber mit Entwandler reinpumpen. Was für einen Unterschied das noch macht. Und danach können wir, wenn wir es schaffen, noch die 100er, 200er Zeit messen. Ansonsten kommt da, wie gesagt, ein anderes Video bei. So, dann starte ich mal hier. Los geht's. 4,9. Sehr gute Zeit. Wie gesagt, wir waren zu zweit und D-Modus lediglich ESP aus und in den Wandler ein bisschen reingepumpt. Ich glaube, unsere Bestzeit war 4,7 oder 4,8.
Also man sieht schon, es gibt schon Unterschiede. Den besten Start hatten wir definitiv alleine. S-Modus, ESP aus, M-Knopf und in Wandler reingepumpt mit der 4,7. Wir gucken jetzt mal, ob wir noch eine 100er, 200er Messung hinkriegen. Ansonsten, wenn nicht, kommt da wie gesagt ein anderes Video bei. So, wir machen jetzt noch mal eine 100, 150er Messung. 100, 200 ist ein bisschen schwierig, deswegen gucken wir mal jetzt, was bei 100, 150 rauskommt. Ist eine richtig gute Zeit dafür, dass wir wie gesagt zu zweit im Fahrzeug sind und ja, das war jetzt auch übrigens auf Automatik S, M-Knopf, ESP an. Also 100, 150 oder 100, 200 muss man jetzt kein ESP ausmachen. Von daher. Wir versuchen noch irgendwann mal die Tage oder im nächsten Video noch euch eine 100-200 Zeit zu liefern. Jedenfalls, wir danken euch fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da, falls ihr Fragen habt oder kommen oder irgendwelche Ideen auch vielleicht oder was für ein Auto ihr sehen wollt, mit dem wir testen sollen. Schreibt es einfach in die Kommentare und wir versuchen das möglich zu machen. Ansonsten, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, Abo und macht's gut. Ciao.